auf was, ja? Keine Hälfte komplett. Ja. Also noch einmal, also kommt nochmal zusammen. Ich zeig dir gleich einmal so, wie es aussehen sollte. Also er stupft mich, also du stupfst mich. Boom, ey, lass mich in Ruhe, komm rein. Vor, denk daran, ich habe gesagt, der Kick vorher, aber lass mal den weg. 1, 2, 3, 4, 5, in die Augen. Wenn die Augen nicht da sein sollte, Haare, Ellenbogen ins Gesicht. Und jetzt das hier runterbringen und runterfallen lassen. Und Kick oder Tritt ins Gesicht und dann weg von der Szene. Okay? Markus, mach du nochmal bitte. Aber genau das gleiche bitte, wie du vorhin auch eben schon gemacht hast. Ja. Jawohl, weiter geht's. 1, 2, weiter. 3, 4, 5, weiter. Genau. Und das ist, und da ist das Problem drin. Bleib da bitte, bleib da. Knie runter. Genau, das eine Bein hoch. Jawohl. So, und der Markus ist hier. Das Problem daran, das ist eine Freundlichkeit von ihm gerade. Warum? Denk daran, draußen haben wir Asphalt, Straße. Ja? Draußen haben wir Glas, geschnittenes Glas auf dem Boden. Szenario schlimmste, Sommer. Und ihr seid mit kurzen Hosen und da unten ist die zerbrochene Flasche. Die Knie sind schon mal gefickt. So ist es. Okay? Warum? Das ist das Problem daran bei Markus oder so. Das ist eingeschnitten durch irgendwelche Seminare, wo man besucht wurde, wo das gezeigt wurde für Security-Bereich. Wenn, dann hätte ich vielleicht hier bei dir kurz, ja? Den vielleicht, wo er runtergegangen ist, zack, zack, zack hier runter und dann das Knie hier drauf. Dass ich hier drauf das Knie habe. Das ist dann später vom Jiu-Jitsu. Ein bisschen weiter weg und dann habe ich ihn und dann wieder zurück. Ja? Okay, dass ich ihn hier drauf habe. Das Problem auch dran, bleib mal kurz unten bitte, ist auch hier, Markus, komm mal zurück. Hier an der Seite, Knie auf dem Boden, rum, die Hand da dran und er hat ja ein bisschen Jiu-Jitsu bei mir trainiert. Er war schon vorhin mit der Hand hier. Das bedeutet, 50-50. Wir gehen nochmal vom Schadensmodell ab. Kettenschläge ins Gesicht, okay? Augen durchgedrückt, Ellenbogen voll in die Fresse oder voll in den Kehlkopf, ja? Dann Bein runter, wahrscheinlich Kopf auf den Boden gehauen. Junge, sei mal ruhig bitte. Kopf auf den Boden gehauen, bumm, okay? Da ist er schon mal platt, ja? Ob er jetzt hier weitermacht, keine Ahnung, okay? Aber wir gehen immer von den Hypermonster aus, ja? Wo ihr voll reinschlägt und es passiert trotzdem nichts und ich muss immer weitermachen und besser werden. So. Jetzt wäre das Problem, er würde sich hier festhalten und würde hier anfangen zu arbeiten, Jiu-Jitsu-mäßig. Das will ich nicht. Darauf habe ich gar keinen Bock. Warum? Vielleicht kann die Person keinen Bodenkampf. Und dann tut er da rumringen. So, dann hat er einen Freund, steht neben dran, da steht Security und da tritt der Security-Typ einfach runter. Von seinem Freund. Kapiert? Also noch einmal, zurück bitte. Ich muss gucken, dass das Ganze hier richtig asozial ist. Also asozial, dass es wirkt. Ja? Hat mich gestummt von mir, sondern ich bin hier, er kommt. 1, 2, 3, 4, 5, Auge rein, Ellbogen rein, runter, bumm, rein, Knie rein und ich bin hier. Und ich hau ihn. Wenn meine Hand hier sein sollte und er greift meine Hand, Finger ins Auge nochmal. Das muss losgelassen werden hier. Ich habe keinen Bock drauf. Gegebenenfalls unten in die Eier und dann weg von dem Mann. Ich will nichts von dem. Wenn ich da in der Nähe bleibe, kann alles Mögliche passieren. Denk daran. Mittlerweile UFC-Generation, ja, jeder kann ein bisschen was Bodenkampf, das ist immer gefährlich. Deswegen, okay? Also mein Favorit, immer reinschlagen, okay? Das Problem dran ist halt das, wenn man im Security-Bereich arbeitet, muss man dann immer sanft umgehen mit der Person. Ja, das ist das Problem, kommt immer drauf an. Wenn die Kamera aussieht, natürlich nicht. Ja, gesagt, dass man genau, das ist es. Oder mehrere Security-Leute, dass sie dabei sind, okay? Aber wichtig, wenn ihr hier macht, nicht das Knie auf den Boden. Ihr tut euch selber Schaden. Okay? Gut, weiter geht's. Viel Spaß.